Hallo zusammen, hier mal wieder was Neues. Ich habe schon länger nicht mehr auf den MDAX geschaut. Es geht hier um den MDAX in diesem Clip. Ich gucke da viel zu wenig drauf. Ich nehme mal den einen oder anderen Einzelwert, aber den Index, ich handle ihn eigentlich so gut wie gar nicht. Also ab und zu mal, ja, aber das mache ich dann über ETFs und nicht über Knockouts. Es gibt 3500 Knockouts auf den MDAX. Könnt ihr ja mal gucken. Ich werde hier auch gar keinen nennen. Ich habe zuerst mal diese Liste gemacht hier. Und zwar ist die vom ersten Handelstag Eröffnungskurs diesen Jahres bis zum Schlusskurs Freitag. Da könnt ihr mal den Unterschied sehen, was die alle gemacht haben. Da gibt es jetzt natürlich noch 30 Indizes mehr, aber die habe ich jetzt nicht drin. Das ist das, womit ich mich beschäftige. Wobei den Nikkei nehme ich raus. Das habe ich nur, weil da jemand im Chat immer nach sagt, guck auf Nikkei, guck auf Nikkei. Ich habe mal drauf gemacht. Also Nasdaq hier fett vorne mit 31%. Das sind allerdings nur 8 Aktien. Der Rest ist, möchte ich sagen, unverändert, aber nicht besonders, aber da ist natürlich eine Nvidia, eine Metaverse, die heftigst gestiegen sind an Anschein in diesem Jahr. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. 31%, der DAX selbst liegt auch gut, 14,69, mal verglichen mit dem Cacaron, der hat nur 10. Und den handle ich eigentlich ganz gerne, vor allem die Einzelwerte, so LVMH, L'Oreal, so Zeug, das handle ich ganz gerne. Eurostoxx 13%, auch nicht verkehrt. Der Standard hat 11% gemacht. Und dazu im Vergleich, der Dow Jones in diesem Jahr nur 1,61%. Aber hier geht es jetzt hauptsächlich um den MDAX mit 7,83%. Jetzt kann man natürlich behaupten, ey, der hat so wenig gemacht, der ist zu hoch, der ist zu tief, Aufholpotenzial, ja, kann sein. Ja, aber das haben wir jetzt ein halbes Jahr auch nicht gehabt. Da ist halt momentan nicht wirklich Musik drin, kann aber kommen. Ich habe mir eigentlich gedacht, dass ich in den nächsten Tagen mal die einzelnen Indizes hier mal versuche zu kombinieren, also dass ich halt dann Nasdaq, Dow Jones, Standard mache, sowas in der Art. Ich habe leider keinen gescheiten Chart vom CAC 40, aber heute hier und jetzt geht es um den MDAX 7,83%. Und hier ist er, der Schlurch. Ich gehe mal ein bisschen weiter zurück, dass man den sieht. Das war also 2021 im November. Da stand der Freund bei 36.500, ich runde leicht, ja. Und hat dann nachgegeben hier bis zum 3. Oktober auf die 21.456. Das ist schon eine Menge Holz. Bezogen auf Jahressicht sind die Immobilienaktien natürlich ganz weit hinten. Aber, das habe ich euch auch vorbereitet, wenn ihr eingebt, was bewegt den DAX oder MDAX oder was auch immer, kommt ihr auf die Seite von finanzen.net. Und da kann man sich dann Tops, Flops, alles Mögliche aussuchen, was es hier gibt, Nikkei, Eurostoxx, SMI und so weiter. Und da gibt man 6 Monate. Und das habe ich jetzt hier mal gemacht. Das ist also ganz grob vom Anfang Januar, ganz grob. Nemetschek waren also die stärksten. Tatsächlich hätte ich aus dem Kopf gedacht, die SMA Solar sind stärker, aber Nemetschek ist stärker. SMA Solar, Gerresheimer, Hochtief. Ja, und die Werte, die überproportional gestiegen sind, die gehen runter bis in Optik. So eine Lufthansa dabei, eine ThyssenKrupp mit über 20%. Dann Fraport sind besser als der Gesamtmarkt und dann verließen sie ihn. Der ganze Rest hier ist entweder leicht schlechter oder hier sind die Verlierer. Ich gehe mal hier runter. Ist auch noch eine Nordex dabei. Hier. Roundtown, minus 60%, das ist ein Wort. Das ist echt viel. Adtran, United Internet, K&S, Encarvis, HelloFresh, die waren mal 100. Ja? Jetzt sind sie bei 20, 55. Das ist, neulich waren sie 27, dann wieder runter auf, ich glaube, 15, 16, jetzt sind sie 20, 55. Für mich ist das eine Spielerei. Ich hatte schon mal gesagt, HelloFresh erst dann überhaupt kaufen, strategisch, also auf längere Sicht, wenn die irgendwann es schaffen, für den Single-Haushalt irgendwie ein Paket zu schnüren. Weil es gibt so viele Rentner, es gibt so viele Singles, Studenten. Ja? Und so gesehen ist es nicht zu teuer. Also das ist das, was ich immer wieder höre. Dann gucke ich mir die wirklich genauer an. Ansonsten will ich damit genauso wenig zu tun haben wie Delivery Hero. Das wundert mich ein bisschen, Carl Zeiss Meditech habe ich nicht so im Auge. Aber hier seht ihr das halt. Deswegen, das ist ein guter Tipp hier über die was bewegt den DAX. Könnt ihr das hier alles machen, nach Monate, Year to Date und so weiter. Da ist jetzt auch der Cacaron drin, aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Das ist schon eine große Hilfe. Was bewegt den DAX oder MDAX oder was auch immer. Zurück zu unserem Freund hier. So, ich gehe jetzt hier gar nicht auf, obwohl komm, ich kann auch auf Monatssicht mal eingehen. Aber da ist nicht viel. Da ist er ziemlich neutral.
Wir haben das eben angesprochen, hoch, dann das Tief hier am 3.10. So, dann sind wir jetzt hochgelaufen und wir haben hier, das sind die gleichen Fibos, die ich gleich nochmal zeige, wir sind aufs 38er runtergefallen. Hier sogar mal kurzfristig aufs 50er. Von der Technik her ist hier gar nichts momentan. Und das wird auf Wochensicht, sieht es auch nicht anders aus. Da ist das Ding völlig neutral. Deswegen, ich gucke mal lieber auf den Tag. Da sind wir hier. Hier sind die eben gezeigten Fibos, gezogen vom Anfang Oktober bis zum High. Und dann haben wir im März genau das 50er touchiert. Hier ist das 50er, da sind wir ein bisschen hochgelaufen und jetzt momentan sind wir nochmal auf das 38er gefallen. Also, wir haben, das muss man wissen, wir haben die 20-Tage-Linie überboten am Freitag mit einer ziemlich heftigen Bewegung. Der MDAX war deutlich besser als der DAX oder auch alle anderen Vergleichsindizes. Der war richtig cool. Deswegen denke ich, wir haben jetzt hier vom, das ist so ähnlich wie im DAX, vom 23.05. das Low und das Closing war bei 27.388. Das ist nur ganz wenig von entfernt. Mir gefällt der MDAX. Mir gefällt er auch hier über das MACD. Sieht genauso aus wie das DAX, wie der DAX. Und hier auch über die Stochastik kriegt er ein Kaufsignal. Das eigentliche Kaufsignal oder längerfristige Kaufsignal entsteht meines Erachtens nach hier. Da. Da sind wir. Wo war hier das Hoch? Das Hoch war bei 28.160. Dann kommen wir wieder in diese lange Seitwärtsrange, die wir hatten. Ja, und ihr seht hier schon allein schon vom Chart, der DAX ist ja nur 100, 220 Punkte oder sowas, 250 Punkte vom All-Time-High entfernt. Und wir haben hier noch einen langen Weg. Das ist eigentlich das, was mir ganz gut gefällt. Die meisten Firmen haben geliefert in Form von Zahlen, Hauptversammlungen, Dividenden und wie auch immer. Also mir gefällt der. Wenn ich das hier so sehe, das ist ein Ding, das würde ich niemals Short geben. Mein Problem mit Scheinen ist, ich kann nicht das letzte Verlaufsloh nehmen, weil der macht halt manchmal auch so 3, 4, 5%. Das ist dann hier bei 25.739. Ich muss tiefer gehen, ich muss aufs Vorletzte gehen. Da sind wir bei 24.700. Ja, da sind wir 2.500 Punkte von weg. Und das ist mir einfach, das ist mir zu viel Abstand, zu wenig Hebel. Also es ist nicht meins. Deswegen, ich bevorzuge da eher ETFs. Aber überlasse ich jedem selbst. Mir gefällt das, dass wir hier nur bis zum 38er sind. Wir haben, das ist kein Hammer, dazu müsste er tiefer sein. Aber mir gefällt das. Sollte der Markt insgesamt steigen, kann ich mir vorstellen, dass der MDAX besser steigt als der DAX. Also mit einer Long-MDAX-Position kann ich besser schlafen als mit einer Long-DAX-Position. Sagen wir es mal so. Oder andersrum, wenn die Märkte fallen, glaube ich, dass der DAX mehr verlieren wird als der MDAX. Von daher wünsche ich euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.